Heute mache ich mit dir das Pfannengericht Pasta Alfredo mit grünem Spargel. Und das geht ganz einfach. Innerhalb von der 10 Minuten hast du ein tolles Gericht auf dem Teller. Deswegen starten wir auch gleich. Dafür nehme ich einen Topf mit Wasser, gebe ordentlich Salz hinein, Deckel drauf. Das darf erstmal kochen. Das wird unser Nudelwasser werden. In der Zwischenzeit, bis das kocht, wird der Käse gerieben. Du kannst es mit der klassischen Käsereibe machen. Ich war ein bisschen faul. Ich habe hier meinen Zauberstab bemüht und habe den da einfach darin klein gemacht. Das ist so ein Aufsatz für den Zauberstab. Funktioniert unheimlich schnell und von daher nehme ich den sehr, sehr gerne. Geht auch mit Gewürzen da drin sehr, sehr gut. So sieht das Ganze aus und weiter geht's jetzt mit dem Spargel. Dafür habe ich Grünspargel verwendet. Du kannst aber auch weißen Spargel nehmen, wenn dir der lieber ist. Beim Grünspargel ist es einfach, da wird nur das untere Drittel geschält, der Rest bleibt, wie es ist. Dafür lege ich den Spargel mir auf die Handfläche, dann kann er nicht brechen oder weniger Bruchgefahr. So, wenn das erledigt ist, dann werden die Enden unten abgeschnitten. Dafür gucke ich, dass er unten gleichmäßig liegt und schneide das Ganze durch. Wups, einer macht sich selbstständig. Dann teile ich mir das Ganze und lege mir die Spitzen gleichmäßig zurecht, denn an denen orientiere ich mich beim Schneiden, denn die Spitzen kommen später in die Pfanne als der Rest. Da mache ich das so in 3 bis 4 cm lange Stifte. So sieht das Ganze aus. Auch hier die Köpfchen schön beiseite legen und einfach jetzt durchschneiden. Du kannst es gerade schneiden, du kannst es schräg schneiden, so wie du es gerne möchtest. Fertig. In der Zwischenzeit kocht schon das Nudelwasser. Da hinein gebe ich meine Bandnudel. Du kannst aber auch gerne Fettuccine nehmen. Du kannst Penne nehmen, was du an Nudeln hast und was du gerne magst. Die Pfanne ist schon heiß, da gebe ich etwas Butterschmalz hinein. Und das gibt einen tollen Geschmack und verbrennt nicht, wenn ich darin jetzt die Spargel anbrate. Wie gesagt, erstmal die Spitzen beiseite legen, erstmal nur den Spargel selbst anbraten. Er darf nicht zu so viele Röstaromen bekommen, daher nicht zu lange, also 2, 3 Minuten anbraten. Dann gebe ich auch schon die Spitzen mit dazu. Und dann nochmal 2, 3 Minuten, das dürfte ungefähr passen. Die Nudeln sollten übrigens nicht zu durch sein, also maximal al dente. Jetzt nehme ich etwas von dem Nudelwasser, das ich mir hier so abfülle. Da nehme ich mir so gut 200, 220 Milliliter. Das brauche ich ungefähr. Und jetzt machen wir unser Alfredo. Dafür gebe ich die Nudeln direkt zum Spargel mit dazu, gebe den Käse oben drüber, schön verteilen. Und dann kommt schon das Nudelwasser mit dazu. Ich mache jetzt gleich alles mit dazu, wenn du es ein bisschen dicke haben möchtest, dann erstmal so ja, 200 Milliliter und heb dir den Rest auf, schaust dir an, wie es dir gefällt. Wir mögen es gerne etwas flüssig. So, das Ganze wird jetzt durchgerührt, dann bekommen die Nudeln einen wunderbaren Glanz. Der Käse schmilzt dabei und der Käse verbindet sich mit dem Spargel und mit den Nudeln. Und ja, jetzt noch mit Zitronensaft, etwas Zitronenabrieb, wenn du magst. So habe ich es gemacht mit von der Bio-Zitrone. Und dann frisch gemahlen Pfeffer ist der Hit. Wenn du kannst, nimm frisch gemahlenen Pfeffer, keinen Pulverpfeffer und etwas Salz. Und fertig ist dein Gericht. Wenn du es nachmachst, verlink mich bitte, damit ich auch deine Version sehen kann. Vielleicht nimmst du ja was anderes als Spargel, Tomaten vielleicht. Auch sehr, sehr lecker. Oder auch Pilze. Deine Silke von Rezepte Silkes Welt.